Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Fallen dir Schreibaufgaben in der französischen Klassenarbeit immer noch schwer? Dann schaue dir unbedingt dieses Video an. Hier geht es um eine Einladung an deinen oder deine Corresse, deinen französischen Austauschpartner oder deine Austauschpartnerin. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du bei dieser Schreibaufgabe alles richtig machst. Allons-y, los geht's! Das sind die Vorgaben. Du sollst eine Mail an deinen oder deine Corresse schreiben. Dans ton mail, tu expliques quand ton Corresse ou ta Corresse peut venir. In deiner Mail sollst du schreiben, wann er oder sie kommen kann. Pourquoi tu proposes cette date? Warum du diesen Termin vorschlägst? La date ist hier der Termin. Dans quelle chambre il ou elle va dormir? Wo er oder sie bei euch schlafen kann. Und jetzt ganz wichtig: trois activités que vous allez faire ensemble. Drei Aktivitäten in deiner Umgebung. Tu peux présenter ta région pour expliquer tes idées. Du kannst zum Beispiel deine Region, deine Umgebung vorstellen, um deine Ideen zu erläutern. Tu demandes l'avis de ton ou ta Corresse. Du erfragst die Meinung deines oder deiner Corresse dazu. Denke an eine passende Anrede und Schluss. Nehmen wir an, du bist Ben und du wohnst in der Nähe von Köln. Dein Corresse ist der Anthony. Du beginnst deine Mail wie folgt. Salut Anthony, je voudrais t'inviter chez moi à Cologne. Hallo Anthony, ich möchte dich zu mir nach Köln einladen. Im Französischen beginnt ein Brief oder eine Mail nach der von einem Komma gefolgten Anrede im ersten Satz immer mit einem Großbuchstaben. Cette année, mes parents et moi ne partons pas en vacances. In diesem Jahr fahren meine Eltern und ich nicht in die Ferien. Achte drauf, mes parents et moi, meine Eltern und ich. Das ist die erste Person Plural. Also nicht die Sie-Form, sondern die Wir-Form. Das ist die Nous-Form. Mes parents et moi sind nous, also partons, ONS. Alors, tu peux rester chez nous une semaine en juillet. Also kannst du bei uns eine Woche im Juli bleiben. Jetzt hast du schon sehr gut begründet, warum du dieses Datum, die Sommerferien, den Juli, ausgesucht hast für den Besuch deines Corres. Wo soll er oder wo kann sie schlafen? Tu peux dormir dans la chambre de mon grand frère Julian. Il va faire du camping avec ses copains. Du kannst im Zimmer meines großen Bruders Julian schlafen. Er wird mit seinen Freunden Camping machen. Hier hast du jetzt auch begründet, warum dein Corres jetzt auch ein Zimmer bei euch findet. Bei den Aktivitäten, die du vorschlagen kannst für den Aufenthalt deines Corres bei dir, mache ich es jetzt etwas ausführlicher, um dir mehrere Möglichkeiten zu zeigen. Du kannst das später selbstverständlich in deinem Text vereinfachen. Wie das geht, zeige ich danach. Also bitte bleib dran. Chez nous, à Cologne, on peut faire plein de choses. Bei uns in Köln kann man viele Sachen machen. Si tu veux, on pourrait monter dans la tour de la cathédrale. Wenn du willst, könnten wir auf den Turm der Kathedrale, also des Doms, steigen. Du sagst hier besser monter dans la tour, weil man innen drin hochgeht. Statt si tu veux, könntest du auch schreiben, si ça te dit, wenn es dir zusagt. On pourrait, pourrait ist ja das Konditionell, das hast du möglicherweise schon kennengelernt. Jetzt die Begründung. Le panorama sur la ville est magnifique. Die Aussicht auf die Stadt ist großartig. Die nächste Aktivität. Après, on va visiter le musée du chocolat. Danach werden wir das Schokoladenmuseum besuchen. Il y a une fontaine au chocolat où les gens peuvent goûter. Es gibt dort einen Schokobrunnen, wo die Leute probieren können. Noch eine weitere Aktivität. Pour le week-end, mes parents proposent une balade en bateau sur le Rhin. Für das Wochenende schlagen meine Eltern eine Bootstour auf dem Rhein vor.
Die Begründung: La vallée du Rhin est très jolie. Tu vas voir des châteaux fantastiques. Das Rheintal ist sehr hübsch. Du wirst fantastische Schlösser oder Burgen sehen. Achte auf die Anpassung très jolie, la vallée, das Tal ist Femininum, jolie also mit IE. Und der Plural von un château ist des châteaux, AUX, und fantastique natürlich angepasst im Plural. Um dir eine weitere Auswahl zu bieten, habe ich hier noch eine vierte Aktivität vorgeschlagen. Est-ce que tu aimes aussi les parcs d'attractions? Liebst du auch Freizeitparks? Mes parents vont nous offrir deux billets d'entrée. C'est cool, non? Meine Eltern werden uns zwei Eintrittskarten schenken. Das ist cool, nicht? Und noch einmal die Begründung. On va s'amuser super bien. Wir werden uns ganz doll amüsieren. Wir werden ganz doll Spaß haben. Oder alternativ, on va passer une semaine super. Wir werden eine super Woche verbringen. Du weißt ja, dass man das en in der dritten Person Singular setzt, aber dieses in der Bedeutung von nous verwendet, also in der Bedeutung von wir. So, jetzt sagst du mir sicher, Mensch, ich wohne doch gar nicht in Köln. Was bitteschön soll ich jetzt schreiben? Also hier mein Tipp. Welche sind die Sehenswürdigkeiten oder eine bekannte Stadt bei euch in der Nähe? Du kannst zum Beispiel folgende Vokabeln benutzen. Visiter quelque chose. Zum Beispiel une ville. La vieille ville, die Altstadt. Un musée. Un zoo. Un parc animalier. Un parc animalier ist ein Wildpark. Oder du schreibst, faire une randonnée, eine Wandertour machen. Oder partir en randonnée à vélo, eine Fahrradtour machen. Aller à la piscine, ins Schwimmbad gehen. Aller à un concert, aller à une fête, aller au cinéma. Oder einfach nur faire du shopping. Oder wenn du gerne Sport machst, regarder un match de foot. Oder ein Match de Handball, ein Match de Volley. Wenn du eine spezielle Sehenswürdigkeit bei euch hast, kannst du auch dort den gängigen deutschen Namen benutzen. Zum Beispiel könnte man sagen, in Dresden, visitez le Zwinger à Dresde. Das ist kein Fehler. Die Franzosen sagen zu Dresden Dresde, also visitez le Zwinger à Dresde. Du begründest deine Wahl wie folgt: Je trouve que c'est très intéressant. So, jetzt sollst du die Meinung deines Corrés dazu erfragen. Hier könntest du dann schreiben: Qu'est-ce que tu en penses? Was denkst du darüber? J'attends ton mail. Ich warte auf deine Mail. Und die Schlussformel: À bientôt, Ben. Siehst du, es ist nicht so schwer, einen französischen Text zu schreiben. Du musst dir einfach nur strukturiert Gedanken machen, welche Inhalte willst du rüberbringen und wie kannst du diese Sätze möglichst in einfachem Französisch ausdrücken. Hier habe ich einige Beispiele für dich gebracht. Ich denke, mit diesem Instrumentarium kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und mach dir jetzt bitte keinen Kopf. Selbstverständlich musst du nicht so viel schreiben, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe dir nur eine Auswahl gegeben. Wenn du deinen Text fertig hast, dann kontrolliere ihn bitte sorgfältig auf Fehler. Hast du an die Akzente gedacht? Hast du die richtigen Begleiter verwendet? Le, la, mon, ma und so weiter. Hast du den Plural richtig gebildet? Mit s oder mit x? Sind die Adjektive den Nomen angeglichen? Sind die Endungen der Verbformen richtig? Stehen die Verneinungswörter an der richtigen Stelle? Hast du, falls du ein Passé Composé brauchtest, das Passé Composé richtig gebildet? Ist die Wortstellung im Satz richtig? Gut, ich hoffe, ich konnte dir helfen, dir einige Tipps zum Schreiben geben. Und wenn nun bald deine Arbeit ansteht, dann wünsche ich dir bonne Chance. Schau dir jetzt auch die hier verlinkten Fit für Franze Videos an. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.